ist einfach so, dass ich von Kindesbeinen an ein extremer Autofreak war. War aber auch sehr gerne immer sehr kreativ und habe halt eben gern gezeichnet. Tja, da war eigentlich der Wunsch des Autodesigners, ne? Weil man kann kreativ sein und man hat mit Autos zu tun. Ich bin in einer sehr motorsportbegeisterten Familie aufgewachsen. Also ich liebe Autos und das ist so meine Kindheit. Also ich kenne Rennfahrer und ich habe schon immer Autos beobachtet. Als Basis auch dieses Textildesign zu haben, das dann noch ins Auto bringen zu können, das treibt mich schon an und natürlich auch die Personen, mit denen ich arbeite. Also einfach diese Sache, dass ich ein Auto anziehe, das macht Spaß, das ist richtig gut. Das macht mir auch viel mehr Spaß, als Bekleidung herzustellen. Das ist so vergänglich, so ein Auto bleibt so lange auf der Straße. Das sieht man so lange und das ist klasse. Ich fange mal in der Schule an und zwar hatte ich dann meinen Lehrer so auch gefragt, was ist das für ein Beruf, wenn man Autos zeichnet? Und ich hatte immer so als Antwort von ihm bekommen, ja, das ist eigentlich ein Ingenieur, also du musst Maschinenbau studieren. Und dann hatte ich dann so überlegt, ja, mein Papa ist auch einer, der kann überhaupt nicht zeichnen, das kann auch nicht sein. Er hat mich dann so als Kind da einmal durchgeschlagen, indem ich halt Autos nachgemalt hatte mit Wasserfarben, bis ich dann eines Tages halt rausgefunden habe, dass es tatsächlich Automobildesign gibt und man kann es studieren. Im Entstehungsprozess hatten wir immer zwei große Vorbilder. Und das war einmal der erste Golf, der 1er Golf, weil der eben die Ikone ist, das Original. Und der 4er Golf, eben der zeitlose, ne? Der eben auch nach Jahren noch funktioniert, dieses ganz cleane Auto. Man muss eben den Golfcharakter halten, aber man darf eben auch jetzt nichts machen, was zu konservativ ist, ne? Der Golf muss sich eben schon der Zeit anpassen. Man kann jetzt nicht einfach nur den nächsten Golf machen und der sieht ja so und so aus, sondern der Golf muss was können. Und da ist die Idee geboren, einen Golf zu machen, der sehr aerodynamisch ist, um halt dem Kunden in Verbindung mit dem reduzierten Gewicht Verbrauchsvorteile zu verschaffen. Das Rad ist nach vorne gewandert. Dadurch ist jetzt hier das, wir nennen es das Premium-Maß zwischen Radmittelpunkt und Türflügel größer geworden. Wir zeigen also mehr Blech. Die Haube ist horizontaler, dadurch ist diese ganze Kabine optisch weiter nach hinten gewandert. Die C-Säule sitzt jetzt richtig auf dem Hinterrad, betont eben dieses Premium-Gefühl und ist natürlich das typische Golf-Element überhaupt. Also im Golf 7 haben wir wieder eine Fahrerorientierung. Wenn du so drin sitzt, hast du alle Funktionen so um dich angeordnet. Ne? Die Schaltung ist viel höher, das ist also jetzt viel sportlicher als vorher. Okay. Also der Weg zwischen Lenkrad und Schaltung ist kürzer. Das unterstreicht natürlich so die Sportlichkeit aus dem Exterior. Das Design des Golfs darf auch nicht verschleißen. Das darf halt nicht nach 3-4 Jahren schon alt ausschauen. Wenn ein Mensch das erste Mal in einen Golf steigt, dann soll er auf jeden Fall erstmal diese Qualitätsanmutung sehen. Man guckt sich um, man sieht wunderschöne Dekore, man sieht die perfekte Verarbeitung. Einfach diese Hochwertigkeit und es ist immer die Präzision, die da im Vordergrund steht. Und das ist das Ziel gewesen und das ist auch so geworden. Der erste Eindruck ist, dass das Auto eine Klasse höher geklettert ist. Dass das Auto eine Klasse wertiger geworden ist, dass das Auto wirklich die Golfklasse neu definiert. Als dann am 5.11.2009, ich erinnere mich ziemlich genau an das Datum, dann der Anruf von meinem Chef kam, Philipp, wir haben gerade dein Design ausgewählt, herzlichen Glückwunsch. Das war dann wirklich die Erfüllung des Traums.